Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video, das sich mit einem zahlentheoretischen Problem beschäftigen wird, und zwar mit der sogenannten Euler-Totient-Funktion. Das klingt sehr kompliziert, und um Verwirrung zu vermeiden, möchte ich dieses Thema sofort mit einem Beispiel erforschen. Dann wird die Sache von Anfang an sehr klar. Hier haben wir auf der Tafel alle Zahlen von 1 bis 30 aufgeschrieben. Warum habe ich gerade die Zahl 30 verwendet? Ja, die Zahl 30 ist weder zu klein noch zu groß und sie hat eine weitere Eigenschaft. Nehmen wir also an, unsere Zahl n sei gleich 30. Was können wir mit 30 unternehmen? Ja, wir können es natürlich in eine Primfaktorzerlegung aufspalten und wir haben dann 2 mal 3 mal 5. Das heißt, wir haben hier das Produkt der drei ersten Primzahlen, 2, 3 und 5. Und ganz allgemein wäre also die Formulierung dann, diese Zahl n gleich 30 wäre p mal q mal r, wobei natürlich p gleich 2, das q gleich 3 und das r gleich 5 wäre. Gut. Und worum geht es jetzt in diesem Euler-Totient-Problem? Es geht jetzt darum, herauszufinden, wie viele Zahlen zwischen 1 und 30 liegen, die teilerfremd zu 30 sind. Also was ist teilerfremd? Ja, teilerfremde Zahlen sind Zahlen, die mit 30 keinen gemeinsamen Primfaktor haben. Also zum Beispiel haben wir natürlich 7. 7 ist natürlich teilerfremd zu 30. Dann haben wir natürlich die Zahl 11. Und dann irgendeine andere, na, zum Beispiel 29. Also das sind teilerfremde Zahlen zu 30. Was ist nicht teilerfremd? Natürlich 10 zum Beispiel wäre nicht teilerfremd, denn 10 ist 2 mal 5. Also hier hätten wir diesen und diesen Teiler schon drinnen. Gut, um jetzt allgemein herauszufinden, wie viele Zahlen zwischen einer Zahl n und 1 teilerfremd sind, dazu dient eben diese Euler-Totient-Funktion. Und die wollen wir anhand dieses Beispiels n gleich 30 mit der Zerlegung 2, 3, 5 aufstellen. Und wenn wir sie für 30 gefunden haben, dann werden wir aufgrund des Prinzips, mit dem wir das gefunden haben, sofort erkennen, dass wir das verallgemeinern können. Und da ist dann ein recht netter Zusammenhang mit den algebraischen Gleichungen auch zu sehen. Alles Weitere jetzt eben auf der nächsten Tafel. Ja, gehen wir in medias res. Wir haben hier noch einmal noch das Setting notiert. Wir haben also n ist ein Produkt aus 3 Primzahlen, p, q, r. In unserem speziellen Fall ist n gleich 30, p ist 2, q ist 3, r ist 5. Und jetzt schauen wir mal, wie wir ermitteln können, welche Zahlen teilerfremd sind. Dazu schließen wir mal alle aus, die die Teiler haben. Ein Teiler wäre also unser p gleich 2. Welche Zahlen haben den Teiler 2? Da scheidet er mal sicher aus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 und 28. 30 lassen wir aus, denn 30 soll ja nicht mitzählen. Das bedeutet, wir haben also n durch p dividiert und da wir 30 nicht mitzählen, zählen wir 1 weg. Das wäre also in unserem Fall 30 durch 2 minus 1, das wäre also 15 minus 1, also 14 Stück müssten wir jetzt aussortiert haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also kein peinlicher Fehler passiert. Wunderbar. Und jetzt schließen wir alle aus. Wir exkludieren also alle, die das Q gleich 3 enthalten. Das wären also n durch Q minus 1, weil wir ja 30 nicht mitzählen. Was wären die? Die wären einmal da beim 3er, dann 6er, dann 9er natürlich, beim 12er, beim 15er, beim 18er, beim 21er, 24 und 27. Dann wären wir mit den 3er durch. Schauen wir mal nach, ob das stimmt. 30 durch 3 minus 1 ist natürlich 10, minus 1 wäre 9. Schauen wir mal nach, ob was durch die Lappen gegangen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist okay. Zum Schluss machen wir dasselbe Spielchen mit dem r gleich 5. Also hätten wir n durch r minus 1 und das wäre, machen wir es zuerst einmal
anhand des Experiments. 5 natürlich, 10 natürlich, 15 natürlich, 20 natürlich und 25, 30 lassen wir aus. Wir haben also 30 durch 5 minus 1 und da haben wir natürlich einmal 6 minus 1, also müssten das 5 Stück sein. Also 1, 2, 3, 4, 5 und auch hier passt die Sache. Wunderbar. Und was wir natürlich sehen, wir haben Doppelzählungen. Bevor wir uns mit diesen Doppelzählungen beschäftigen, möchte ich diese Nebenrechnungen da mal löschen, weil sonst wird die Tafel zu voll. Jetzt geht es also um die Doppelzählungen. Die Einfachzählungen haben wir erledigt und die Doppelzählungen müssen wir jetzt sozusagen vom Ausschluss ausschließen. Okay. Das wären einmal die Kombinationen von P und Q. Also hätten wir einmal N und dann haben wir das P und das Q. Und natürlich schließen wir davon aus den 30er, also wieder minus 1. Das wäre also, wenn wir das ausrechnen, machen wir es in der schwarzen Fassung, also 30 durch 6 minus 1, da haben wir natürlich 5. Minus 1 ist 4. Das müssten 4 Stück sein. Also was ist durch 6 teilbar? 1, das erste wäre 6, dann haben wir 12, dann haben wir 18 als dritten und dann haben wir 24 und die Geschichte wäre erledigt mit 4 Stück. Das ist okay. So, das nächste, die nächste Doppelzählung wäre natürlich jetzt die Zählung zwischen 2 und 5, also 10. Das wäre, also nein, das ist falsche Farbe. Da ist die richtige Farbe R. So. Und dann haben wir minus 1, jawohl. Das wäre also alles, was die 10 enthält. Das wäre also 30. 2 mal 5 ist 10. Minus 1 ist natürlich 3. Minus 1, das gäbe also nur zweimal. Also rot und blau haben wir hier. Und wir haben es hier. Also zwei Stück, das stimmt auch. Und jetzt haben wir als dritte Doppelzählung, die uns einfallen kann, natürlich nur die Zählung zwischen dem Q und dem R. Wunderbar. Da muss ich natürlich wieder die Farbe suchen. Minus 1, da haben wir 30 und da haben wir 3 mal 5 ist 15. Das minus 1, natürlich minus 1. Das wäre also 2. Minus 1, das könnte also nur zweimal vorkommen. Also grün und blau kommt tatsächlich nur einmal vor. Und damit haben wir alle Doppelzählungen erledigt. Auch hier löschen wir einmal die Zwischenergebnisse weg. Hoppala. Damit da nichts zu viel oder zu wenig weg wird. Das heißt, hier haben wir also die Doppelzählungen erledigt. Und jetzt in der nächsten Tafel, damit diese Tafel nicht überstrapaziert wird, gehen wir die Bilanz erstellen zwischen unseren Einfachzählungen und Doppelzählungen und insgesamt haben wir dann die Aufstellung der Zahlen, die nicht teilbar sind durch die Primzahlen P, Q und R. Ja, wunderbar. Wenn wir jetzt diese totale Zusammenfassung aufstellen wollen, wollen wir das nach einem Prinzip machen, das das sogenannte Inklusions-Exklusionsprinzip ist. Inklusion, das kennen wir schon, das gibt es auch in der Politik. Exklusion, das gibt es angeblich nirgends, aber hier brauchen wir das. Also die Inklusion beinhaltet einmal alle Zahlen, die wir betrachten wollen. Was inkludieren wir? Wir inkludieren alle Zahlen zwischen 1 und 30, das heißt alle Zahlen n minus 1. Das ist das, was wir inkludieren, das ist die Inklusion. Was schließen wir aus? Die Exklusion, die ist zunächst einmal gekennzeichnet durch alle Zahlen, die n durch p minus 1 haben, das war der Zweier, dann n minus q minus 1 und zum Schluss n minus r, also n durch r minus 1, sorry. So, jetzt haben wir aber eine Doppelzählung. Jetzt müssen wir von der Exklusion was ausschließen, und zwar all die, die doppelt gezählt wurden. Also von der Exklusion eine erneute Exklusion. Welche haben wir da ausgeschlossen? Das waren die n durch p mal q minus 1 Zahlen.
dann die n durch p mal r minus 1 Zahlen und zum Schluss die n durch q mal r minus 1 Zahlen. Gut, das heißt also, zusammengefasst wäre das also, die n minus 1, die wir alle inkludiert haben, machen wir da eine eckige Klammer drum. Und dann ziehen wir alle die in den geschwungenen Klammern stehenden Zahlen weg. Das heißt also zunächst einmal n durch p minus 1 plus, machen wir da eine Klammer rundherum, dann n durch q minus 1, dann n durch r minus 1 und von diesen exkludierten Zahlen exkludieren wir wieder die Zahlen hier. Machen wir da noch einmal eine geschwungene Klammer, die exklusiven Sachen machen wir mit geschwungenen Klammern, also n durch p mal q minus 1 plus auch hier Klammer rundherum, dann n durch pr minus 1 plus n durch qr minus 1. Geschwungene Klammer zu, geschwungene erste Klammer zu, geschwungene zweite Klammer zu. So, und jetzt brauchen wir nichts anderes machen, als diese simplen Klammern auflösen. Da machen wir einfach hier dasselbe mit diesen Inklusionsklammern, also mit den eckigen Klammern. Dann haben wir minus n durch p minus 1, da lassen wir die Klammer noch ungeschoren, minus durch r minus 1, minus minus gibt plus, das darf man nicht vergessen. Ne? Dann haben wir hier also das Plus, dann kann man das übernehmen, n durch p q minus 1 plus plus n durch QR minus 1. Und damit haben wir mal zunächst die geschwungenen und eckigen Klammern eliminiert. Und jetzt lösen wir noch die Runden auf. Dann haben wir also n minus 1 minus n durch p plus 1. Ja. Plus 1. Dann haben wir plus n durch pq minus 1 plus qr minus 1. So, was wir sehen, diese Einser hier werden alle sämtliche aufgejausnet und wir haben zum Schluss folgenden Ausdruck n minus 1 minus n durch p minus n durch q plus n durch qr. Gut, was wir jetzt machen, wir heben jetzt n heraus. Das mache ich hier oben, sonst muss ich nämlich die nächste Tafel anfangen. Also wir hätten hier, trennen wir das mal wunderbar, dann hätten wir also das n herausgehoben, dann steht da ein Einser, dann haben wir minus 1 durch n, dann haben wir minus 1 durch p minus 1 durch q plus 1 durch qr. Wunderbar. So, was machen wir mit dem 1 durch n? Das ersetzen wir durch p mal q mal r. P mal q mal r. So, wer jetzt ein bisschen algebraisch geübt ist, wird sofort sehen, dass wir hier eine Faktorisierung vornehmen können. Das ist klar. Und zwar haben wir hier die Produkte von Zahlen 1 durch p, 1 durch q, 1 durch r. Also paarweise, hier haben wir die negative Summe und hier haben wir das Produkt von allen dreien. Das bedeutet also, dass wir schreiben können, statt einer Variable haben wir hier überall den Einser, also 1 minus 1 durch p mal 1 minus 1 durch q mal 1 minus 1 durch r. Das wäre sozusagen die Kurzfassung unserer Zahlen, die nicht gemeinsame Teiler mit 30 haben. Also hier haben wir mal diese Sache für drei Primfaktoren erledigt. Das ist natürlich nicht nur für die Zahl 30 gültig, sondern für alle Zahlen, die natürlich zerspaltbar sind in PQR, irgendwelche Primzahlen. Und es ist aber von der Strategie her ganz klar, dass es hier keine Einschränkungen gibt. Also dieses Produkt könnte ich natürlich noch weiter fortsetzen, je nachdem, wie viele Primfaktoren ich habe. Es gilt natürlich sogar auch dann, wenn ein Primfaktor öfter vorkommt. Das kann man sich leicht überlegen. Denn dahinter steckt eben diese ganz globale Strategie der Inklusion und dann der Exklusion. Wenn ich etwas also sozusagen ganz sicher ausschließen will, muss ich zuerst alles inkludieren. Dann exkludiere ich einen Teil, wahrscheinlich zu viel.
und von dem muss ich wieder was sozusagen exkludieren. Also ich wechsle immer zwischen Inklusion und Exklusion hin und her und enge den Kreis der Verdächtigen sozusagen immer weiter ein. Könnte man auch Rasterfahndung nennen oder wie auch immer. Okay, damit wären wir mal mit dieser Tafel fertig und jetzt geht's zur Zusammenfassung. Dieser Trick mit der Inklusion und Exklusion, der funktioniert natürlich nicht nur bei Zahlen mit 3 Primfaktoren, sondern auch Zahlen, die beliebig viele Primfaktoren haben, wie diese Zahl. Also A, B, C, D, P, Q, R sind also Primzahlen. Und die geheimnisvolle Funktion, die die Zahl der teilerfremden Zahlen angibt, die nennt man Phi von n. Und die ist natürlich n mal 1 minus 1 durch A, mal 1 minus 1 durch B, mal 1 minus 1 durch C, mal und so weiter. 1 minus 1 durch P, mal 1 minus 1 durch Q, mal 1 minus 1 durch R in diesem Fall. Und diese Funktion ist eben die eingangs erwähnte Euler-Totient-Funktion. Euler-Totient. Und das Schöne an dieser Funktion ist, dass sie die teilerfremden Zahlen nicht nur für diesen Fall angibt, sondern auch für den ganz allgemeinen Fall, wo die einzelnen Primfaktoren öfter vorkommen. Also zum Beispiel A Alpha mal, also A hoch Alpha, B Beta mal, also B hoch Beta und so weiter. Und hier haben wir jetzt leider ein Pi, das ist natürlich nicht das Kreis-Pi. Da sollen wir Theta nehmen und da haben wir das Rho. Wobei also diese Zahlen Alpha, Beta, Gamma, Delta, Alpha, Beta, Gamma und so weiter größer gleich 1 sein sollen. Also selbst für diesen Fall bleibt diese Euler-Totient-Funktion von derselben Form. Das n ist natürlich dann eben das n, wie es oben steht. Um das zu beweisen, braucht es eigentlich jetzt nicht mehr viel. Ich werde das in einem kurzen Video als Ergänzung nachschießen. Und damit das Video hier nicht so lang wird, möchte ich das jetzt mit einem kleinen Wink abschließen. Und zwar ist dieses Prinzip der Inklusion und Exklusion und Inklusion und Exklusion etc. natürlich nicht nur in der Mathematik sehr wirkungsvoll, sondern überhaupt auch zum Beispiel in der Politik. Und dort nennt man es zum Beispiel auch Teile und Herrsche, Divide and Conquer. Und um das sozusagen ein bisschen zu verankern, möchte ich mich mit einem kleinen Zweizeiler verabschieden, der die Sache vielleicht etwas ironisch klarer macht. Und der lautet folgendermaßen: Wer allzu gern von Inklusion oft spricht, ist wohl nur auf die Exklusion erpicht. Also mit diesem zarten Wink möchte ich mich sozusagen verabschieden einmal vorläufig. Der Beweis für die hintere Aussage hier wird nachgeschossen und falls diese kleine Sendung gefallen hat, bitte liken und wer mehr sehen will, bitte abonnieren. Ja, tschüss und ciao.